Ich habe es beim letzten Mal soweit geschafft, diese Sachen hier festzuleimen und kann jetzt den weiteren Verlauf der Schienen wunderbar verlegen. Und an dieser Stelle kann ich jetzt schon mal das erste Mal an das Festschrauben von einem Gleis denken. Oder ich mache einfach erstmal das weitere Gleis fertig, was wahrscheinlich sinnvoller ist. Ich glaube, ich hatte hier schon angefangen zu sägen. Oh ja. Da sitzt schon eine Lasche drauf, eine zweite muss ich noch finden. Und da habe ich sie auch schon. Jetzt müsste es eigentlich gehen, dass ich das Gleis hier verlege. Hinten passt es, vorne passt es. Und die Laschen passen auch. Bevor ich nun aber das Gleis festschraube, sollte ich besser erst einmal die Platte festschrauben. Und hier kann ich mir das ja ganz bequem von oben erlauben. Es wird ja eine dauerhaft sichtbare Platte bleiben. In der Mitte noch einen rein. Und zum Ende hin noch einen letzten, damit es fest sitzt. Nächster Punkt heißt dann aufräumen.
dem Aufräumen möchte ich mich jetzt um einen Zeitfresser kümmern. Und zwar soll ja noch ein Teil des Gleises hier gestaltet werden, also geschottert mit einem Zip und Zap. Und dieser Teil des Gleises muss natürlich zunächst einmal mit der Dreckfarbe etwas stumpf gemacht werden. Und weil ich die beim letzten Mal verschüttet habe, nehme ich als Ersatz das hier. So, das soll mal erst antrocknen. Schrauben her. Ich habe jetzt hier 3x16er geholt und kann damit die Gleise fixieren. Die sollen ja an dieser Stelle auf gar keinen Fall geklebt werden. Der Dreher passt nicht. Denn zumindest diesen Teil möchte ich einfach so mal abnehmen können. Wenn hier eben nicht die Spur 0 Anlage läuft, sondern meine H0 Anlage oder meine LGB. Auf der anderen Seite möchte ich es aber doch festhaben, damit das hier nicht hin und her rutscht und eine ewige Entgleisungsquelle bietet. Also ein paar Schräubchen sind ja schnell drin und auch schnell wieder raus. Und jetzt mache ich eine Probefahrt. Will ich jetzt hier einigermaßen gerade kriegen. Nicht weil es besser aussieht, dass es an der Stelle ja wirklich schnurzpiepe, sondern damit ich Fahrzeuge hier leichter an- und abkuppeln kann. Ein Schräubchen noch, ist die Fahrbahn sicherer.
Grad. Das fluppt doch hervorragend.